dieses Bild, das lassen Sie jetzt wahrscheinlich als Mahnmal erstmal hängen, denke ich? Ich weiß nicht, warum das als Mahnmal bezeichnet wird. Haben Sie Anzeige erstattet? Nein. Weil es ja offensichtlich mit Bratensoße oder Ähnlichem beworfen wurde? Nein, da sind Sie nicht kunstverständig genug, um das zu erkennen, weil das ist nämlich ein Bild von Arnulf Rainer, der weder Bratensoße, sondern Ölfarbe und Mischtechniken verwendet hat, das man offensichtlich sieht. Stimmt, es ist keine Bratensoße, es sind Fäkalien sogar. Ja, das könnte durchaus möglich sein. Also das ist jetzt Kartoffelstampf, ne? Nee, das ist ein Stück Butter. Ah, okay. Ja. Das heißt, Schmieren im weitesten Sinne ist ja Teil der Kunst hier. Wenn ich jetzt zusätzlich noch was drauf schmieren würde, wäre das okay? Nicht. Nein, wäre nicht okay. Nee, nicht leider nicht. Wie teuer ist denn jetzt dieses Bild? Das kostet 7.200. Liegt das an der Inflation, dass so durchschnittliche Kunst jetzt auch schon so teuer ist? Nächste Frage. Das ist ein Wurfbild. Das heißt wirklich Wurfbild, das ne? Das ist ein Wurfbild. Ich meine, das ist ja eine Einladung. Ja, unter den heutigen Voraussetzungen ja. Aber würden Sie auf dieses Bild was ja, ja, also jetzt, ja also, so geil ist es jetzt nicht, oder? Ich habe eine kurze künstlerische Frage. Ja. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Blau. Aber ist es nicht auch ein Vorteil, dass, sag ich mal, durch die letzte Generation Menschen wieder auf Kunst aufmerksam werden tatsächlich? Mit Zerstörung von Kunst werden sie auf jeden Fall nicht aufmerksam gemacht werden. Ganz im Gegenteil, sondern mit dem Betrachten von Kunst mit Sicherheit, aber nicht mit dem Zerstören von Kunst. Es geht auch so ein bisschen um die letzte Generation. Was halten Sie so von deren Aktionen? Großartig. Ganz wirklich jetzt? Ja, total. Das trifft sich gut. Ich habe etwas dabei. Tomatensoße. Ja, doch, Sie haben doch gerade gesagt. Ja, wenn ich jetzt ein Bild bewerfen müsste, was wäre am ehesten das Bild, wo Sie sagen, können wir darauf verzichten, ist nicht ganz so... Ich würde Ihnen dann eins hinter Glas empfehlen. Hinter Glas? Ja. Also wenn der Künstler sagt, das ist so richtig, dann ist es vielleicht dann an Ihnen, doch nochmal drüber nachzudenken, ob die Tomate wirklich fehlt. Aber ich bin ja auch Künstler. Sind Sie nicht? Natürlich, wenn der Galerist auch dabei hilft, ist natürlich wirklich ein bisschen arme Protestaktion. Und jetzt einfach so drauf. Zack. Ich bin von der vorletzten Generation, ich habe mich hier festgeklebt. Ernst genommen wird man auch nicht, ne? Haben Sie meine Protestaktion gerade gesehen? Ja, ich hätte mir ein bisschen Kartoffelpüree gewünscht. Ja, aber so krass bin ich nicht drauf, sag ich ganz ehrlich. Ja, schade, schade. Wir machen eine Protestaktion. Ich bin von der vorletzten Generation. Die ist nicht ganz so krass, deswegen nur in Pulverform. Es gibt jetzt eine Protestaktion. Hallo? Der Kartoffelbrei jetzt. Seid ihr bereit? So, Klima gerettet und mit der guten Nachricht gebe ich zurück ins Studio. Krass, oder? Entschuldigung nochmal. Ich mach das alles sauber. Das, ja. Naja, genau. Ja. Ja, die Zuschauer haben mittlerweile fast alle versteckten Symbole hier bei uns im neuen Studio gefunden. Illuminati, Freimaurer, Staatsfunk ist alles dabei. Wann wollen wir denn die eigentlichen Strippenzieher bekannt geben? Was? Erst bei so vielen Abonnenten auf YouTube? Boah! Also ich würde mich ranhalten.